Putzi, putzi, putzi. Bock, bock. Und damit hallo und herzlich willkommen. Ich bin Günther P. und das ist ein kleines Let's Play zu Minecraft. Letztes Mal haben wir hier unsere Tiere noch ein wenig zum, ne? Ihr wisst schon, wozu überredet und... Hallo? Nicht in den Spalt rennen. That's what he said. So, und jetzt, diese Folge habe ich mir geplant, dass wir so ein bisschen hier mal eine Brücke bauen werden. Weil das hier ein bisschen nötig ist. Und weil wir es nötig haben. So. Da, da. Da, da. Ich mache jetzt hier ein bisschen Babysprache, ne? Weil ihr alle noch so erst 12 Jahre alt seid. Gibt's doch zu. Oh. Oh lol, lol, ich bin ein Kack-Move. Aber das weiß ich bereits. Aber naja. Ne, ihr wisst schon Bescheid. Geständnis ist das erste, der erste Schritt zur Besserung. Irgendwann werde ich dann kein Kack-Move mehr sein. Ist das Huhn da gerade? Ah ne, ich dachte gerade, das wäre in die Schlucht gefallen. Ich warte drauf, bis es in die Schlucht fällt. So, da noch, da noch. So, Brücke fertig, ne? Nee, ich mach das noch ein bisschen weiter. Das muss ja noch ein bisschen schöner aussehen. Das muss optisch ansprechend sein. So. Ich weiß, bisher habe ich im Let's Play noch nichts Schönes gebaut, aber das kann sich ja noch ändern. Aber nur wenn die Endermans uns helfen. Meine Fresse, ich kriege hier schon wieder Sprachspastiken. Vom Feinsten. So, ist hier unten noch irgendwas? Nee. So. Jetzt hier Risky wieder. Woo! Müssen wir an dieser risking Stelle auch nicht mehr lang gehen. Wieso sage ich mal risking und dann auch immer so einen amerikanischen Akzent? Ich weiß es nicht. So, und jetzt ist natürlich klar, jetzt brauchen wir ein paar Zäune. Damit wir da nicht von der Seite aus runterfallen. Also ihr wollt das natürlich, dass wir da runterfallen, ne? Aber ich bin da ja so ein bisschen gegen. So runterfallen, nein, nein. Ui, Eier! Wir brauchen Eier! Hup, hup. Mist. Ach, welch Mist aber auch. Oh nein. Die Eier sind nicht zu Hühnern digitiert. So. Habe ich hier eigentlich noch irgendwo Zäune? Schrecklich in dieser Kiste. Ja. Nein, ist ja nur regular. Aber es kommt aus Prinzip an. Wie viel brauche ich denn so ungefähr? 5, 10. Ah, 20 Stück oder so. So. Ja, auf jeden Fall jetzt noch ein paar mehr. Ich glaube, ich mache einfach die restlichen Dinger. Ne, ich glaube 15 Stück reichen noch nicht. So, dann nehme ich mal. Hopp, hopp. So, und darf jetzt den Rest machen und dann habe ich auch 21 Stück laut Berechnung. Juhu, ich kann Mathematik. Mathematik, Mathematik, überall Mathematik. Wie war, wie war. Moment, ich könnte jetzt eigentlich auch ein bisschen Geräum mitnehmen, um den Weg weiterzubauen. Aber egal. Das machen wir jetzt einfach nicht mehr. Habe ich keine Lust mehr zu. Und das ist mein Let's Play. Ob du hier bist und nicht. Und jetzt ist der Wohlobst im Haus. Hier, ich habe ja auch Obst gerade in der Hand, ne? Ich war Bello. Oh. Da guckt mich der Bello an. Bello. Oh, Bello. Ach, das Ding ist nur 4 lang. Okay, ich glaube, dann brauche ich nicht allzu viele Zäune. Nee. Nee, nee, nee. Zäune, nein, nein. So, mal gucken von der Seite. Ja, da geht das eigentlich. Wobei, ich glaube, so wäre ein bisschen geiler. Ja, so ist geiler. Hier hinten applaudieren auch schon die Setzlinge. Sie setzen sich sogar so auf den Boden, dass ich sie einsammeln kann. Ich muss hier mal ab und zu mal ein bisschen aufpassen. Nicht, dass ich irgendwann da noch runterfalle. Irgendwo, hier bei der Schlucht zum Beispiel. Das will ich ja nicht. Oder dass Bello da runterfällt. Ich war Bello! Komm mal her. Hallo.
Oh. Bello nicht teleportieren. Nein, der darf sich auch nicht teleportieren. Ich bin ja ein netter Mensch und er ist mein einziger Freund, also sollte ich nicht böse zu ihm sein. Wobei, hier in Minecraft ist er wirklich mein einziger Freund, weil... Einziger Freund, meine Fresse. Weil ich, ja, hier forever alone bin, der Map. Oder? Tada! So. Gut. Aber Mut, um gut zu sein. So, ja, passt schon alles gar nicht mehr in eine Kiste rein. Ja, super. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Schrägstrich, was bauen wir jetzt? So viele Optionen, man kann sich nicht entscheiden. Ich glaube, ich baue jetzt mal noch ein bisschen den Weg weiter. Dieser Weg wird kein leichter sein, bla bla bla, den Rest kennt ihr ja. Wenn ihr über 3 Jahre alt seid. Oder unter 3 Jahre alt. Da noch ein bisschen was ab. Ab, 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 alles hier weg. Ja, Bello. Mach schön das Feld kaputt. So, da noch ein bisschen was ab. Oh. Ach ja, genau. Ich erinnere mich daran. Lange ist es her. Creeper. Haben uns hier weggesprengt. Nicht wahr, Bello? Obwohl, Bello hatten wir damals noch gar nicht, ne? Bello, komm! Ja, setz dich mal gerade hin. Oh. Seht ihr, dafür, dass er so brav ist und hier hingegangen ist, kriegt er zur Bestrafung erstmal hinsetzt. Peinigung. So. Das ist jetzt nervig hier, dass ich immer noch das drunter befüllen muss. Moment, und was ich auch mal machen könnte, ist vielleicht hier unten eine Fackel reinsetzen. Oh lol. Ich weiß nicht, inwieweit das sinnvoll ist, aber ich mach's mal einfach. So, da auch noch eine Fackel. Einfach, damit ihr mal so ein bisschen... Ja, da unten keine Monster spawnen oder so. Und dann auf einmal so ein Creeper da durch explodiert. Das wäre, glaube ich, nicht so die beste Aktion. Aktion. Wo ist denn hier der Eingang? Ach, hier. So, und jetzt muss ich diese beiden Dinger nur noch connecten. Why you no connect? Bam. Cool wäre jetzt auch, wenn sich so Texturen besser connecten würden, ne? Wobei, das geht ja mittlerweile mit Mods und so, also ein Quatsch. Aber mit Mods geht in Minecraft sowieso alles. Und auch Alarm. Aber keine Tische. Die gehen da nicht. Stühle erst recht nicht. So. Erstmal strecken. Erstmal die Sonne anbilden und ja, wir holen uns die frisch gefangene Beute. Oder die Beute, die hier gerade so rumsteht. Wir sind nämlich immer noch Jäger und Sammler. Ja gut, eigentlich haben wir hier schon eine Getreidefarm und hier überall Tiere. Aber egal! Das ist irrelevant. So. Ich bin jetzt mal dafür, dass wir in eine Höhle gehen. Schon wieder. Machen wir relativ oft, aber egal. Ich will erstmal so zu diesem... Ja, diesen Status, dass ich auch in den Nether reingehen kann, wenn ich will. Nicht wahr, ihr beiden? Ach Gott. Monster im Doppelpack. Sowas. Doppelpack. So, was gibt es nur bei Günther IP? Ja, Bello, du kannst auch mal was tun. Aber ich glaube, beim Creeper ist das nicht so praktisch. Beim Creeper reagieren die gar nicht. Ach, ist ja praktisch. Weil sonst würden die Hunde nämlich hinrennen, die angreifen und dann würden die Creeper explodieren. Dann wäre der Hund tot. Und wir können doch nicht unseren Bello verlieren. So. Ich baue noch eine Spitzhacke in der weiteren. So. Was brauche ich noch? Nichts mehr. Nichts. Na gut, ich brauche noch ein paar mehr Fackeln, ne? Aber die mache ich mir jetzt. Bin ich schneller, als ich eigentlich reden kann. That's what he said. So. Und go, go! Aber wo gehen wir lang? Einfach im Kreis gehen, das ist sowieso mal die beste Option, die es überhaupt hier gibt. So, pam, pam, pam. Mist.
Vielleicht hilft dir, wenn wir einen anderen Spruch machen. Auch nicht. Hier ist der Ausgang. Das Schaf wollte gerade entkommen. Nö, nix Freiheit. Nur Vögel dürfen Freiheit haben. Aber die gibt's ja nicht in Minecraft. Leider. Ist auch eigentlich mal ganz atmosphärisch, wenn da mal ab und zu hier so Vogelgezwitscher oder sowas wäre, wenn man im Waldbiom ist oder was weiß ich. Wobei, wenn man da dann was anderes baut, dann wäre das wiederum nicht so schön. Ist ein bisschen schwierig, aber dazu gibt es ja auch mittlerweile schon so unzählige Mods. Und ja, allein die ganzen Soundmods, da findet man ja schon gar nicht mehr durch. Dann noch die ganzen Gameplay-Mods. Dann die ganzen, ja, Aussehen-Mods, also Texture-Packs. Das ist schon eine ganz schöne Menge, muss man sagen. So. Ja, und Texture-Packs sind auch Mods. Auch wenn das bei Minecraft meistens nicht mehr so behandelt wird als Mod. Aber egal. Weil sich einfach jeder ein Texture-Pack macht. So. Also nicht nur reinmacht, sondern auch selbst eins erstellt natürlich. Ich gucke mal gerade, ob ich hier eine Höhle finde. Im Dschungelbiom finde ich gerne mal Höhlen. Oh, und wenn es leckt, auch. Ja, so extrem leckt es ja auch nicht. Nur ein bisschen ruggeldi, ruggeldi. Ruggeldi, ruggeldi! Was ich auch letztens im Minecraft-Wiki gelesen habe, dass man, wenn man schwimmt... Au! Yes, Mann! So, jetzt mach ich fertig, du scheiß Katze. Komm her, ich werde dich töten. Und dann dein Fleisch essen. Oh, scheiße, komm ich nicht lang. Tja. Ich krieg dich. Oh Gott, ich will hier runter. Hello? Oh. Hello? Wie konntest du nur... Oh, da liegt ein Samo. Um mal hier ein bisschen vom Thema abzulenken. Um das nochmal festzuhalten, nee, ne? Ich habe die Katze dich umgebracht. Das war Bello. Also flankt Bello zu. Und nicht mich. So, wo sind denn jetzt Höhlen? Set for T-Set. Ah, diesen Set for T-Set kann man auch überall reinbringen. So. Ich will doch nur ein bisschen... Sieht nach Höhle aus, da. Ah, hier nicht leider, oder? Das ist eine Höhle. Juhu! Okay. Bauen wir uns mal gerade ein bisschen hier Gravel ab, weil wir es können. Und gucken mal kurz im Inventar und merken, dass wir 3 Minuten zur Aufnahme haben. Und ich wollte diese Zahlen nicht mal nennen, wie lange ich noch zum Aufnehmen habe, weil das, glaube ich, ein bisschen scheiße ist, genauso wie diese Höhle. Ach, ich hasse es, wenn Höhlen einfach so klein sind. That's what he said. Kann man einfach immer bringen. Okay. Und... Nope, keine Höhle. Nope, check das da. Okay. Da ist noch eine Höhle. Da ist noch eine Höhle. Und da ist noch eine Höhle. Ich gehe mal in die linke zuerst. Jetzt wird T-Shirt. Okay. Da sehe ich schon wieder Tageslicht. Ich glaube, ich habe so eine kleine Vermutung. Glauben kannst du in der Kirche. Ist auch so ein Standardspruch von Lehrern. So. Weiter, ja, Kohle, komm, kann ich mal ein bisschen was abbauen. Und Kohle eigentlich immer mehr seinen Nutzen verliert, je weiter Minecraft voranschreitet, weil eben halt, weil die Musik so geil ist. Nee, weil das mittlerweile in solchen Mengen vorkommt. Oh, nice. Aua! Das ist nicht so nice. Das ist nice. Und dann brennt was, scheiße. Was brennt denn da? Leute, das ist ja auch ein Stollen. Lava. Oh, leck.
Okay, das wäre scheiße, wenn es jetzt leckt und wir runterfallen würden und einfach sterben würden. Weil wir auf den Boden der Tatsachen fallen würden. So. Ich baue noch gerade das Eisen ab und dann kommt dieses Video auch schon zu seiner Abmoderation. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Hundi, Bello. Wenn es heißt, Let's Play Minecraft. Haut rein.